Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, mit großer Barmherzigkeit hat Christus die Volksmenge, die zu ihm gekommen war, um sein Wort zu hören, bedacht. Denn es heißt im Evangelium, aufgrund seiner Barmherzigkeit hat er alle Kranken, die sich mit eingefunden hatten vor ihm und ihm zu hören, geheilt. Wir haben am letzten Sonntag schon einmal das Verhalten von Christus gesehen, dass er auf den Anruf eines hilfesuchenden Menschen nach Barmherzigkeit und dann auch in Barmherzigkeit reagiert. Wir erinnern uns an die beiden Blinden, die zu ihm gekommen waren und offenbar sehr lautstark, denn es heißt im Evangelium, schreiend haben sie Christus gebeten, erbarme dich unser. Und da hat er sie wenigstens noch gefragt, glaubt ihr denn eigentlich, dass ich so etwas vermag? Und als sie ihren Glauben an ihn bestätigt hatten, da hat er dann ihr Augenlicht wieder geöffnet, hat ihnen die Augen geöffnet, sodass sie sehen konnten, wie andere Menschen auch, ganz ungehindert. Und dass die Tatsache, dass die Menschen in so großer Zahl zu ihm gekommen waren, so wie wir es heute im Evangelium gehört haben, und ihm über längere Zeit intensiv zugehört haben, das war offenbar für ihn schon ein Zeichen des Glaubens dieser Volksmenge an ihn. Und so hat er dann von sich aus, ist er dann auf die Menschen zugegangen und hat ihre Kranken geheilt. Aber dann kam etwas ganz anderes hinzu. Der Tag neigte sich seinem Ende und die Apostel sagten schon, ja, nun entlasse doch die Menschen, die müssen sich noch erst was einkaufen, damit sie für heute Abend sich noch ernähren können. Und da geschah eben diese Hilfestellung durch Christus und auch das Zeichen für seine Vollmacht, die er hat, dass er zu den Jüngern sagte, nein, sie brauchen nicht weggehen. Ihr habt doch sicherlich etwas hier Essbares. Und sie sagten, ja, ja, 5 Brote und 2 Fische. Und daraufhin sagte Christus, ja, die Volksmenge möge sich doch niederlassen und hier bleiben. Und er segnete beide, sowohl das Brot wie auch die Fische. Und dann kommt diese Szene des Brotbrechens. Das heißt, er brach das Brot, er teilte es auf in verschiedene Teile, und aber diese Teile wurden dann weitergegeben an die Vielzahl der Zuhörer, und alle, so heißt es dann im Evangelium, wurden gesättigt. Aber was sollte das denn jetzt eigentlich bedeuten? Es war sicherlich nicht nur gemeint, dass Christus hier als ein großer menschlicher Helfer da steht, der in irdischen Dingen mal den Menschen aus der Not helfen konnte. Nein, es war ein Zeichen dafür, dass es ein Zeichen war, ein gleichnishaftes Zeichen war, dieses Brotbrechen. Und was das eigentlich bedeutet, das können wir beispielsweise erkennen aus dem ersten Korintherbrief, den der heilige Apostel Paulus geschrieben hatte, wo er genau auf diese Stelle zu sprechen kommt und auf
das Zeichen des Brotbrechens. Und denn dort heißt es bei Paulus, denn ein Brot ist es, deshalb sind wir viele ein Leib, weil wir alle an dem einen Brot teilhaben. Das heißt, hier dieses Teilen des Brotes ist jetzt nicht einfach ein Aufteilen, ein Weggeben, sondern es ist das Zeichen einer größeren Einheit. Alle, die von diesem Brot genießen, sie werden praktisch eingefügt in eine größere Einheit. Und diese größere Einheit, die erfahren wir auch aus dem Evangelium des heiligen Johannes, wo Christus auf genau hier drauf eingeht, was es bedeutet, dass alle ein Leib sind und dass hier durch das Brotbrechen und die Teilnahme an dem gebrochenen Brot diese Einheit auch wiederhergestellt wird. Und dieses Einheit herstellen hat eine ganz besondere Bedeutung. Und das steht ausführlich erklärt in diesem Johannesevangelium, wo Christus Folgendes sagt: Wer hier an diesem Brote teilhat und hier eingefügt wird zu einer Einheit, zu dieser einen Einheit, der hat das ewige Leben. Also das Evangelium, was wir heute gehört haben, wo Christus dieses Brotbrechen zeigt bei der Menge der Zuhörer, die er hatte, sollen uns deutlich machen, dass diese Teilnahme an der Vielzahl oder dass die Teilnahme der Vielzahl der Menschen, die hier an dem gebrochenen Brot, das heißt für uns natürlich an der Eucharistie teilhaben, dass die zusammengehören zu einer Einheit und das Ziel ist das ewige Leben. Und es ist interessant, dass genau dieser Sachverhalt, den ich jetzt unter Bezug auf unser heutiges Evangelium, auf die Stelle im Korintherbrief von Paulus gesagt habe und auch die Stelle in Johannes, die haben mit dem liturgischen Geschehen der Kirche heute zu tun. Und zwar, es ist sehr interessant, diese Stelle im Korintherbrief des heiligen Apostels Paulus, die zitiert ist, die gehört zur Liturgie vom 26. Juli, also das war jetzt vor, ich weiß nicht, am Mittwoch oder Donnerstag ist das gewesen, und das ist das Fest des Erzengels Michael. Und warum wird genau diese Stelle in der Apostelstelle am Fest des heiligen Erzengel Michael gelesen? Weil der Erzengel Michael ja der Verkünder gewesen ist, der Maria verkündigt hat, dass sie Christus, den Sohn Gottes, gebären wird. Und damit fing eigentlich unser Heil an. Das ist also der Anfang, der erste Hinweis darauf, dass wir zu diesem Heile kommen können, beziehungsweise dass das Heil hier auf uns zurückkommt. Und nun ist doch eine Frage, wieso ist denn das auch für uns jetzt fassbar, was Christus in seinem Leben durch seine eigenen Taten, durch seine Gleichnisse und durch sein Handeln getan hat? Wieso können wir daraus auch wirklich schließen und die Kenntnis bekommen, die er uns vermitteln wollte? Aus dem Grunde feiert die Kirche heute das Gedächtnis der heiligen Väter
der ökumenischen Konzile. Und durch diese ökumenischen Konzile ist es uns möglich geworden, sprachlich uns auch über die Glaubenswahrheiten zu unterhalten. Können wir mit Hilfe der menschlichen Sprache die offenbarten Wahrheiten Christi weitergeben, sodass wir das heutige liturgische Geschehen sozusagen als eine große Zusammenfassung der gesamten Lehre der Kirche verstehen können. Es wird hingewiesen durch den Erzengel Gabriel auf die Geburt Christi, auf das Kommen des Erlösers. Es wird hingewiesen durch unser heutiges Evangelium, durch das Brotbrechen, dass wir zu einer Einheit berufen sind. Und dieses Evangelium von Johannes, das ist eigentlich das zweite Evangelium des heutigen Tages, das zugeordnet ist der Feier der heiligen Väter, der Konzilien, nicht wahr, wo in menschlicher Sprache die ganze Wahrheit versucht wird darzulegen, nämlich, dass wir durch unsere Teilnahme an der Eucharistie wirklich den Zugang haben zum ewigen Leben, das verbürgt ist durch Jesus Christus. Amen.